Okay, wir haben es geschafft und wir sind Level 20 geworden. Nice. Ist nicht zu holen. Hat er das wohl von Anfang an geplant gehabt, der Konrad? Energiezellen, sehr wichtig. Ah, 10 Stück, das würde mich nicht so arg weiter. Erhalten. Maximale Energie plus 20 erhöht die Stim-Kapazität. Ich glaube, wir sind hier fertig. Aber es war wahrscheinlich auch das Ende dieser Quest, oder? Nee, noch nicht. Logan, der Duke von Tama war für einen extremen Plan. Hört von einer Bombe mechanische. Ich sollte Conrad zu Ende machen. Er sollte Big Bang endlich. Der Big Bang ist erledigt. Ich sollte Logan damit konfrontieren. Oh, das ist schon interessant. Jetzt wird's interessant. Es wird vor allem interessant herauszufinden, was Conrad eigentlich vorhatte. So, wir sind ja Level up. Geschicklichkeit und Stärke muss ich leveln, ne? Geschicklichkeit und Stärke für die verbesserte Version meiner Waffe. Die müssen nur mal ganz kurz runter und dann muss ich dringend einkaufen gehen. Wein und so weiter und so fort. Um Heiltränke herzustellen. Da habe ich fast gar nichts mehr. Was brauchte ich für... Zwei Punkte Geschicklichkeit fehlen mir noch, dann kann ich die Waffe mit 17 Schadenspunkte mehr versehen. Das ist schon eine Menge. Vielleicht sind denn die komischen Insekten auch nicht mehr mein Problem. Oh, ich hätte unten bleiben können, ich Idiot. Geschicklichkeit war das. Kann ich die Waffe upgraden? Ja, genau das wollte ich. Ja. Kettensäbel plus 1 erhalten. Die 2er Version macht dann schon Stärke und Schaden 66. Mechanische Waffe bauen. Da fehlt noch was. Warum kann ich da keinen Sockel einsetzen? Oh, die macht sogar einen Schadenspunkt mehr.
So. Das wird ihn nicht freuen. Der Big Bang hat seinen Dienst geleistet. Was? Das glaube ich nicht. Mich erreichen immer noch Funksprüche der Kleriker aus Ignadon. Wenn es stimmen würde, was du sagst, müsste der Hort der Kleriker in Ignadon ausradiert sein. Und das ist er definitiv nicht. Konrad, der Erbauer des Big Bangs, hatte da wohl andere Pläne. Was? Was soll das heißen? Big Bang war eine übergroße Kriegsmaschine, die Tavar ausradieren sollte. Konrad, dieser Dreckskerl, er hat mich verraten. Mich! Du wirst ihn sofort für mich erledigen, dass das klar ist. Er ist abgehauen. Egal, wie du das anstellst, finde ihn und mach ihn fertig. Ich gebe dir eine fette Belohnung, wenn du ihn noch vor dem nächsten Monat aus dem Weg räumst. Hm. Wie wär's denn mal mit einem Vorschuss? Du kriegst erst was, wenn du die Sache erledigt hast, klar? Diese verfluchte Klerikerbande. Ich hätte es besser wissen müssen. Ja, hättest du wahrscheinlich. Ich hätte schon wieder fast die Hälfte habe von den Erfahrungspunkten. Nice. Ach, der hat keinen Sockel. Der hat einen Sockel. Das müsste ich eigentlich auch mal hier Geschicklichkeit hochstufen, um das zu bekommen. Die Giftwaffe. Hätte ich auch Bock drauf. Und das Krieger-Shit eigentlich upgraden beim nächsten Mal. Naja, egal. Wo ist denn Konrad? Tod eines Genies. Der Duke von Tavar ist sauer. Logan will, dass ich den Wissenschaftler Konrad töte. Logan will sich damit für den Verrat bei der Sache mit dem Big Bang rechnen. Gott sei Dank ist es nur eine Kriegsmaschine gewesen. Aha, er ist schon wieder ein Ignadon, die blöde Dreckskacksaudi. Okay, erstmal müssen wir zur Bar. Wir brauchen dringend Wein. Wir müssen Wein holen. So viel Wein wie möglich. Wie viel Wein brauche ich denn? Ach, scheiße, ey. Dann mal kurz runtergehen, um zu gucken. Also, für einen kleinen oder für einen kleinen Heiltrank brauchen wir Wein. So. Mächtiger Heiltrank braucht einen großen Heiltrank. Und für einen großen Heiltrank brauchen wir Schnaps. Oder einen normalen Heiltrank. Oder großes Heilkraut und Wein. Schnaps brauchen wir. Wir brauchen Schnaps, um einen großen Heiltrank herzustellen. Und für nur einen Heiltrank brauchen wir Wein. Oder eben einen kleinen Heiltrank. Wir brauchen Wein. Wein und Schnaps brauchen wir. Und zwar massenweise. Na gut, dann werden wir mal zur Dingsbums gehen, damit wir Wein und Schnaps uns besorgen können, weil ich brauche die Heiltränke, ansonsten überlebe ich nicht mal 2 Sekunden. Nein, hier wollte ich nicht lang. Wo war denn Chloe's Bar? Ich glaube, Chloe's Bar war drüben, oder? Red. Wein. Ist das Chloe's Bar? Ja. Na gut, dann müssen wir sowieso rüber. Hier ist auch noch mal eine Werkbank. Nee, doch nicht.
Einige Dinge bleiben besser im Dunkeln verborgen. Ich habe mit Chloe gesprochen. Und? Pass auf, ich habe einiges aus ihr rausbekommen. Es war nicht leicht, aber als wir erstmal ein bisschen was getrunken hatten, sprudelte es nur so aus ihr heraus. Der Armen geht es wirklich nicht gut. Worum ging es nochmal? Na, du bist vielleicht vergesslich, mein Freund. Ich wollte doch für dich herausfinden, warum Chloe mit ihrer Bar so viel Kohle einnimmt, aber keine Abgaben an den Duke abdrücken kann. Du erinnerst dich? Ich wollte, dass du sie bestiehlst, habe dich verraten, um ihr Vertrauen zu gewinnen und so. Klingelt's? Ja. Also, ich habe herausgefunden, dass Chloe erpresst wird. Sie kann an den Duke nicht zahlen, weil jemand anders ihr die Kohle abnimmt. Wir sollten uns nicht hier unterhalten. Komm lieber ein paar Schritte mit mir. Lass uns etwas außerhalb reden. Am besten folgst du mir unauffällig. Okay, geh voraus. Es muss ja nicht jeder mitkriegen, was ich dir gleich erzähle. Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Wir sollten dringend etwas dagegen unternehmen. Weiß nicht, Red. Du hast mich einmal verarscht. Warum sollst du mich das zweite Mal verarschen? Hier verarscht doch jeder jeden. Also gut, ich denke, hier hört uns niemand, den es interessieren würde. Pass gut auf, mein Freund. Blake erpresst Chloe. Er fordert Schutzgeld von ihr. Interessant. Allerdings. Du solltest auf keinen Fall mit Blake darüber reden. Wir wollen schließlich eine endgültige Lösung. Wenn er davon erfährt, dass wir Bescheid wissen, dann wird er Chloe bestimmt für einige Zeit nicht mehr erpressen. Aber irgendwann wird er wieder damit anfangen. Wir brauchen etwas, das ihn dauerhaft dazu zwingt, die Schutzgeldscheiße bleiben zu lassen. Woran denkst du? Du solltest sein Zeug durchsuchen. Ich weiß, dass der gute Blake einen ziemlichen Leibwächterverschleiß hat. Soll heißen, er hat in den letzten 2 Monaten schon 3 unterschiedliche Leibwächter gehabt, weil sie alle gestorben sind. Wenn wir den Grund dafür finden, dann haben wir ihn in der Hand. Wir brauchen irgendeinen Anhaltspunkt. Und den finden wir am ehesten zwischen seinen Sachen. Warum durchsuchst du nicht seinen Kram? Hey, Freundchen, hat William mir oder dir den Auftrag gegeben? Ich muss dir auch gar nicht helfen. Ich mache das hier für dich, okay? Durchsuche seinen Kram und komm wieder zu mir, wenn du etwas gefunden hast. Dann überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen. Ich gehe jetzt wieder zurück in Chloes Bar. Wir sehen uns dann dort. Ich soll also seine Sachen durchsuchen. Und mal eine Quest nebenbei, bevor wir Konrad in Ignadon besuchen. Der das offenbar von langer Hand geplant hatte. Wie gestern hätte mir fast den Arsch aufgerissen. Wer soll denn damit rechnen? Manche Typen sind einfach nur bescheuert. Ach so. Ach, ich habe ja hier Hausverbot. Davor bekommt man ja Angst. Ich brauche unbedingt mal wieder ein paar Splitter. Du bist der Erste, der es kapiert hat. Echt jetzt? Nee, jetzt nicht. Scheiße, ich krieg ja hier nichts mehr. Wer viel arbeitet, soll mal Pause machen. Na gut, dann machen wir das. Wenn wir schon dabei sind. Oh, das machen wir demnächst. Just below. Krass, wie faul ich geworden bin. Das ist echt ganz schön erbärmlich. Okay, ich muss zurück. Der verarscht mich doch wieder. Oh, was ist denn hier passiert? Wo kommt denn die Fleischgrille her? Was ist denn mit euch los? Bist du unsere Verstärkung? Bei so einer hübschen Lady? Ja. Wirklich? Eigentlich siehst du gar nicht so aus. Aber gut, dann stell dich einfach hier zu mir und behalte die Umgebung im Auge. Dein Leben findet ab jetzt hier statt. Du wirst hier essen, du wirst hier schlafen und du wirst hier pinkeln. Für immer. Und nicht deinen Posten verlassen, klar? Sonst bist du direkt wieder gefeuert.
Wir brauchen hier niemanden, auf den wir uns nicht verlassen können. Alles klar? Klar. Werdet ihr hier häufig angegriffen? Wonach sieht es denn aus? Und du bist hier die Wache. Ich bin einfach niemand, der es sehr lange am Herd aushält. Wenn du darauf anspielen wolltest, dass ich eine Frau bin. Oh oh. Ho ho ho. Ho ho, ja, eine Frau gehört nicht in den Kampf. Oh Mann, ey. Nein, ich wollte nur wissen, ob du das hier freiwillig machst. Ach so. Im Gegensatz zu den meisten hier mache ich das tatsächlich freiwillig. Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich beobachtet, wie mein Vater eine Horde Straßendiebe mit seiner Knarre weggepustet hat. Seitdem wollte ich immer werden wie er. Die Schwachen und Dummen beschützen. Oder wie geht der Spruch nochmal? Ist auch egal. Auf jeden Fall gefällt mir, was ich tue. Okay, wir sollen also hier bleiben. Sieh einer an. Ein Berserker. Du hast ja Eier, hier einfach so herumzulaufen. Wenn du nicht aufpasst, endest du ganz schnell als Monsterfutter. Du hast Glück, dass wir die Viecher hier so schnell erledigen konnten. Mal sehen, ob wir das nächste Mal immer noch so glimpflich davonkommen. Wer bist du? Mein Name ist Bullet. Mehr braucht dich nicht zu kümmern. Was macht ihr hier? Wir sind dafür zuständig, die Biester vom Fort fernzuhalten. So, dass alle dort drinnen in Ruhe schlafen können. Du redest wohl nicht viel. Nein. Hier draußen musst du immer wachsam bleiben. Der Konverter ist hier ganz in der Nähe. Und die Monsterangriffe hören auch nicht auf. Reden lenkt ab. Und wer abgelenkt ist, stirbt. Und du? Du willst ins Vor? Ja. Geh zu William und sag ihm, dass wir hier Verstärkung brauchen. Er befindet sich meistens an der Brücke unten Richtung Schrottviertel. Ich weiß nicht, wie lange wir das hier noch ohne Verstärkung aushalten. Sorg dafür, dass er so viele Männer schickt wie möglich. Ich habe keine Lust, von diesen Biestern gefressen zu werden. Was sind das für Biester, die hier angreifen? Ich habe keine Ahnung. Aber hast du die Maschinenteile in ihren Körpern gesehen? Normale Tiere sind das nicht, so viel ich weiß. Und sie sind mir alle mal lieber, als wenn Alps das Lager angreifen würden. Schienenteile? Halt die Augen offen, hier ist es gefährlich. Danke, Lucy. Bin ich hier niemals rausgegangen an der Stelle, dass ich jetzt auf einmal eine Quest bekommen habe? Einfach so. Abwehrmaßnahmen, oh mein Gott, was soll ich denn alles zuerst machen? Haben wir erstmal das hier, wenn wir schon mal dabei sind. Ich soll zu William gehen, der ist ja ganz in der Nähe. Aber dann werde ich doch jetzt gefeuert. Will er mich wieder abziehen? Ja, ja, Spike. Hier, Waffenhändler, Gemischwarenhändler, vielleicht hat er ein bisschen Wein, ich brauche Wein. Ja. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Handgranaten könnte ich eigentlich ein paar mitnehmen. Kacke, kacke. Praktika, Schlösser knacken. Innereien, lecker. Mann, du hast ja nur Kacke. Plasmazellen, her damit. Schrotpatronen, ja, der hat echt nur Scheiße dabei. Na, geil. Hat der neue Waffen? Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Kettenschwert, Kacke, 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 Kacke. Reaper. Das ist eine Zweihandwaffe. Will ich nicht haben. Schnell.
Heiltrank. Ja, damit. Das sind 1200. Ja, scheiß doch, Mann. Kniesumfackeln kann ich auch mal noch ein paar mitnehmen. Explosivbolzen. Hör auf zu pinkeln, Mann, das hört man. Wo wollten wir hin zu William? Ist da hinten am Arsch der Welt.